Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier, Optionsstrategien TV. Und heute reden wir mal über den Adler, und zwar den Eisernen, den Iron Condor oder auch Eiserner Kragen genannt. Und zwar haben wir da eine Frage bekommen zum letzten Video und die beantworten wir heute in diesem kleinen Video. Die Frage, um die es heute geht, ist folgende, und zwar: Ich habe euch ja in dem letzten Video, wo es um die Iron Condors ging, habe ich euch ja Folgendes erklärt, beziehungsweise habe gesagt, so solltet ihr einen Iron Condor aufsetzen. Nämlich, ihr wisst ja, ein Iron Condor besteht aus einem verkauften Call, und zur Absicherung kauft man einen Call, und aus einem verkauften Put und einem zur Absicherung gekauften Put. So, und im letzten Video hatten wir darüber gesprochen, dass es zwar theoretisch oder auch praktisch möglich ist, das Ganze als eine komplexe Order aufzusetzen, aber dass man es aus meiner Sicht besser machen sollte, nämlich dass man sagt, man macht diesen Pull-Put-Spread, man macht diesen Bear-Call-Spread und hat dann quasi zwei Orders, aber kommt einfach, bekommt bessere Fills, kommt schneller in den Markt hinein. Und jetzt kam eine interessante Frage, nämlich, dass gesagt wurde, Mensch, jetzt hast du alle beide Orders im Markt und jetzt passiert eins, nämlich hier, Bingo, der ist gefillt und der ist jetzt immer noch offen. Und was machst du jetzt? Gehst du jetzt mit Market rein, damit du ihn hast, oder was machst du jetzt? Und dazu folgende Erklärung. Also, Nummer 1. Gehe niemals Market rein. Egal was ist, kaufe, verkaufe eine Option niemals Market. Selbst in ganz, ganz engen Märkten, wie zum Beispiel den Spiders, also den ETFs auf den S&P 500, oder im Crude Oil hast du manchmal wahnsinnig enge Spreads. In Apple-Aktien hast du sehr enge Optionen-Spreads. Geh trotzdem niemals Market rein, sondern mach es immer mit einer Limit-Order. Warum? Wir wissen, dass auch heutzutage die High-Frequency-Trader überall unterwegs sind. Nicht nur in den Futures, nicht nur in den Aktien, sondern auch in den Optionen. Und wir können nicht ausschließen, dass in einer Millisekunde, also das heißt, wir haben gerade auf den Knopf gedrückt und denken, die Order kann noch nicht mal da sein, dass uns irgendein High-Frequency-Trader dann hier einen ganz schlechten Fill gibt, weil er sich einfach in Windeseile davor stellt. Deswegen immer limitieren. Aber stell dir vor, wir hatten folgende Idee. Du wolltest hier einen Iron Condor machen und jetzt hast du gesagt, was weiß ich, wir machen mal eine Aktienoption. Du wolltest hier irgendwie 70 Cent bekommen und hier unten wolltest du vielleicht einen Dollar bekommen. Ne? Wir wissen ja, Puts sind in der Regel immer ein bisschen teurer als die Calls. Jetzt hast du den Call-Spread hier oben bekommen und unten wolltest du jetzt einen Dollar haben und dein Spread liegt irgendwo bei, was weiß ich, sagen wir mal 0,95 auf 1,05 und du hast dich bei einem Dollar reingestellt. Das heißt, du liegst hier genau in der Mitte. So, und jetzt hast du keinen Fill. In dem Moment, wo ich diese Seite hier habe, und ich sitze immer davor, wenn ich meine Orders fille, ne? Also das heißt, ich gebe die Order nicht ein und gehe dann mal weg und sage in einer Stunde, schau mal, ob sie gefillt sind, sondern ich bleibe dann davor sitzen, weil es in der Regel nicht lange dauert, dann mache ich immer Folgendes. Natürlich kann es jetzt theoretisch passieren, du hast den Call gefillt und jetzt in dem Moment kommt der Flash-Crash und es geht nach unten. Aber bleiben wir mal realistisch, ne? So, übrigens wäre gar nicht so schlimm, wenn es so käme. Flash-Crash umgekehrt wäre viel schlimmer, wenn es nach oben ginge und du hättest den Put nicht. So, aber bleiben wir realistisch, das wird ja wohl nicht passieren. Was ich jetzt aber mache, sobald ich dann hier diese Position habe, es könnte auch umgekehrt diese sein, damit trifft das eben die Oberseite, und ich brauche jetzt die andere Seite, um meinen Iron Condor zu vervollständigen, dann gehe ich her und sage, okay, dann gehe ich wirklich ganz, ganz schnell in die andere Richtung und versuche den Trade zu bekommen. Das heißt, ich streiche meine 1-Dollar-Order und gehe auf 99 Cent. Und jetzt warte ich einfach ein paar Sekunden, 10, 20, 30 Sekunden, wenn ich keinen Fill bekomme, schließen bzw. Order löschen und runtergehen auf 98, bis ich diesen habe und im schlimmsten Fall eben hier bei 95 und damit ich einfach dann wirklich die komplette Position habe. Damit mir es nicht passiert, dass ich die habe, jetzt stehe ich hier mit einer Limit-Order von 1 drin, werde den ganzen Tag nicht gefillt und habe dann eine Position, nämlich einen Bear-Call-Spread, den ich gar nicht wollte, denn ich wollte ja einen Iron Condor. Und aus dem Grunde, wenn eine von den beiden Seiten gefillt wird,
geht einfach her und sagt, okay, dann muss ich die andere jetzt ein bisschen beschleunigen, ich muss jetzt mal ein bisschen aufs Gas geben, aufs Gas treten, und dann muss ich eben auch bereit sein, mal 1, 2, 3 Cent abzugeben von meinem Limit. Das ist eben dann das auch, was man sagt, Slippage. Ihr habt zwar mit dem Dollar gerechnet, habt aber eben jetzt nur vielleicht 97 Cent bekommen. C'est la vie, das ist Trading. Ja? Und deswegen würde ich das an der Stelle definitiv so machen, damit ihr einfach gefilt seid. So, und jetzt könnte es ja trotzdem passieren, dass ihr habt den Call Spread gefilmt bekommen und jetzt geht der Markt nach oben und die rennen euch jetzt hier weg. So, was müsst ihr dann machen? Dann müsst ihr eben umdenken und sagen, okay, jetzt wollte ich hier, was weiß ich, sagen wir mal den 105er gegen den 102er haben und jetzt laufen euch unten die Preise weg, der wird zu billig. Was müsst ihr tun? Dann müsst ihr eben einfach hochgehen und sagen, okay, dann mache ich eben den 106er gegen den 103er. Also 103, ne? Oder von mir aus den 107er gegen den 104er. Also das heißt, ihr müsst dann einfach ein bisschen flexibel sein, davor sitzen. Dafür ist es natürlich wichtig, dass ihr eure Plattform beherrscht, damit ihr einfach solche Orders schnell eingeben könnt. Weil, wenn ihr einmal wisst, wie das geht, ist das eine Sache von wenigen Sekunden, so eine neue Order aufzusetzen, umzusetzen. Und wie gesagt, das funktioniert alles nur dann, wenn ihr im Moment der Orderaufgabe tatsächlich davor sitzt. Ne? Ihr könnt natürlich, es gibt auch gar keinen Grund, das nicht zu tun. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe eine Idee, ich will jetzt ein Iron Condor machen, warum dann warten? Warum dann sagen, ah, ich mache es heute Abend oder so? Aber selbst wenn ihr sagt, okay, ich mache es heute Abend, weil dann sind die Spreads besser oder so, okay, aber dann gebt noch keine Orders ein, sondern sagt, okay, ich will das heute Abend 19 Uhr machen, dann setzt euch eben, dann schreibt euch den Trade auf, gebt von mir aus auch schon, programmiert die Orders sozusagen vor. Also gebt euch die Spreads in eurer Handelsplattform ein, drückt aber noch nicht auf den Button, sondern wartet eben bis 19 Uhr, um dann überprüfen zu können, ist um 19 Uhr diese Idee noch intakt oder müsstet ihr sie vielleicht ein wenig hin und her schieben. Ihr seht, wenn man sich mit den Themen ein wenig beschäftigt, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist das gar nicht so kompliziert. Man kann das schon relativ simpel umsetzen. Wichtig ist hier wirklich, man muss schnell sein. Schnell sein kann man nur, wenn man weiß, was man macht. Das heißt, du brauchst vorher einen Plan. Du kannst dich nicht hinsetzen und kannst sagen, ich schaue mal, was passiert, sondern du musst einen Plan haben und du musst auch immer wissen, was mache ich denn, wenn es mal nicht so läuft. Ne? Also wenn du jetzt sagst, hey, ich habe doch mir vorgenommen 70 auf einen Dollar. Jetzt ganz ehrlich, ist es ein großer Unterschied, ob du 70 auf einen Dollar oder 70 auf 95 Cent bekommst. Bringt das deine komplette Trading-Idee durcheinander? Nein, ich glaube nicht. Ne? Und deswegen, du musst einen Plan haben, du musst realistisch abschätzen können, okay, wann muss ich mal ein bisschen näher an den Preis rangehen, wann kann ich noch warten, ne? Solange beide Orders nicht gefüllt sind, wenn das natürlich wegtackern sehen, müsst ihr auch was machen, aber ansonsten wirklich mit gesundem Menschenverstand arbeiten und ich glaube, dann kann jeder von euch das auch umsetzen. Keine Hexerei, kein Zauberwerk, sondern ganz normales, erlernbares Handwerk. Das war's für heute. Wenn ihr auch solche Fragen habt zur praktischen Umsetzung von Optionstrades, zu Fragen zum Optionshandel, dann schreibt mir das am besten hier in die Kommentare auf YouTube oder gerne auch auf Facebook dann versuche ich das für euch hier im Video zu beantworten. Wir sehen uns wieder im nächsten Video mit neuen spannenden Themen. Bis dahin, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.